Hi again. Na, ihr Lieben, ich wollte euch mal eine kleine Zusammenfassung geben von dem, was in der Zwischenzeit passiert ist. Heute ist der 8.11. und wir sind jetzt irgendwie schon also im Nachmittag angelangt und haben ja am Anfang uns erstmal gesammelt, unsere Gruppen haben sich zusammengefunden und das Interessante ist ja, oder das Schöne ist ja, inzwischen kennen wir durch Ägypten so viele, es ist die ganze Zeit, es geht die ganze Zeit nur, ah, hallo, oh mein Gott, oh mein Gott, good to see you, oh, here you are. Das ist die ganze Zeit, treffen wir einfach Leute, die wir kennen und es ist die ganze Zeit, geht ein großes Hallo und tausende von Umarmungen los und das war gestern schon so und Leute in unserer alten Gruppe und also Leute, die wir einfach jetzt miteinander kennen. Das ist so krass, egal woher in der Welt wir kommen. Ja, die Familie ja, ist einfach, wächst einfach immer mehr. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt hier mit dem Wind. Deswegen halte ich gerade mal das Telefon ein bisschen näher. Ja, der Wind nimmt gerade zu. Und da drüben sehe ich gerade einen riesen Adler fliegen über den Bergen. Das ist sehr schön. Aber wenn ich das jetzt auch noch in den Wind halte, dann verstehe ich gar nichts mehr. Ich wollte einfach mal kurz eine Zusammenfassung geben, was heute so passiert ist. Also wir haben uns erstmal gesammelt in den Gruppen und sind dann zur Bühne, das ist hier die Gitarre, und unter diesem Haus da hat Matthias uns kurz begrüßt und dann quasi das Mikrofon an Ureinwohner sozusagen hier gegeben, also ich sage jetzt einfach mal Indianer, die übrigens auch sagen, ihr könnt gerne Indianer sagen, ich weiß gar nicht, die wissen meistens gar nicht, warum wir so eine Scheu davor haben, also aus Südamerika und durch ganz Amerika hindurch, von Südamerika bis Nordamerika, waren Indianer vertreten und haben einfach uns willkommen geheißen und mit uns zusammen diesen heiligen Ort hier um Erlaubnis gebeten, hier sein zu dürfen und diese wichtige planetarische Aufgabe zu erfüllen. Und wir haben das wirklich, also es war sehr, sehr, sehr bewegend. Es war auch mit Musikinstrumenten begleitet zum Teil und wir haben der Erde, der Sonne, den Himmelsrichtungen gedankt und wir haben uns mit ihnen verbunden und wir haben unsere Vorfahren gedankt und wir haben ja also wirklich sehr uns mit ihnen eins gefühlt und haben dann um Erlaubnis gebeten, diesen heiligen Ort betreten zu dürfen und auf ihm wirken zu dürfen. Und die Indianer haben uns einfach auch dazu eingeladen und wir haben es mal nachgesprochen, also wir haben was vorgesprochen, wir haben es nachgesprochen, wir haben uns in die verschiedenen Himmelsrichtungen gewendet mit unseren Händen, wir haben die Erde berührt, wir haben sie gegen die Sonne gestreckt und ja, haben so diesen heiligen Ort auch gewürdigt und uns mit ihm verbunden und eben die Erlaubnis eingeholt. Und es hat sich sehr nach Erlaubnis angefühlt. Und ja, dann brachen wir natürlich wieder alle in Jubel aus. Und ich habe auch ein paar kleine Videos dazu gedreht, die entweder gerade, also dann schon im Netz sein werden oder später noch hochgeladen werden. Und ja, dann ging es zu den, also haben sich die Gruppen wieder zusammengefunden an ihren speziellen Plätzen und haben Aktivitäten gemacht, um sich auch selber ein bisschen kennenzulernen, näher noch, ne? Weil wir sind ja auch, haben wir uns ja gestern zum ersten Mal getroffen und also wir haben uns über Zoom schon zum Teil getroffen, aber es ist ja nochmal was anderes, wenn man sich dann wirklich so live sieht, ne? Und dann haben wir, warum
ist denn meine Kamera so empfindlich, wenn ich die Hand dann mal hin tue? Ah, okay. So, ich muss mal die Hand wechseln. Ja, und dann sind wir halt, haben eine ganz tolle Aktivierung, Aktivität gehabt. Wir haben uns mit unserem Buchstaben, den wir als Gruppe haben, verbunden. Wir haben uns haben viele Atemübungen gemacht und ja, uns quasi mit dem verbunden, was wir symbolisieren als dieser Buchstabe, nämlich in unserem Fall ist das I, und I ist die Balance und die Achse, also von oben nach unten die Achse. Und das Chakra davon ist das Herz, und wir haben viel gesungen dabei, haben die einzelnen Vokale gesungen, zu denen wir gehören, und ja, haben uns so schon sehr, sehr verbunden gefühlt dabei. Und danach haben wir uns mit den anderen beiden Aspekten sind eine Gruppe von dreien, die dann zusammen als eine Großgruppe wieder in den Dom gehen. Das war in der Pyramide in Ägypten genauso. Und wir bilden jeweils den spirituellen, den emotionalen oder seelischen und den physischen Aspekt jeweils dieser Gruppe. Und meine Gruppe ist der spirituelle Aspekt, und dann gibt es eben noch zwei weitere Gruppen, die den physischen und den emotionalen Aspekt darstellen. Interessanterweise sind die Koordinatoren dieser beiden Gruppen zwei deutsche Frauen, aber ich bin bei einer anderen Koordinatorin, die ist aus Frankreich. Also keine Südamerikaner in unserer Koordinatorengruppe, aber natürlich schon einige auch in unseren Gruppen. Und dann haben wir als Triade uns gefunden. Und zwar haben wir alle einen Knotenpunkt. Das ist auch das Gleiche geblieben. Wir haben einen Knotenpunkt auf dem Netzwerk der Erde. Also die Erde hat ein Netzwerk, und in diesem Netzwerk, das ist wirklich wie ein Netz, könnt ihr euch das vorstellen, wie so ein Fischernetz. Und da gibt es natürlich, ne, Knotenpunkte. Und diese Knotenpunkte sind eben Punkte auf der Erde. Und wir haben uns jeweils mit den anderen beiden Aspekten unseres Knotenpunktes dann zusammengetan. Also ich stelle den physischen Aspekt des Knotenpunktes der Seychellen dar, und es gab eben noch den emotionalen und den physischen Aspekt, und also zwei weitere Frauen. Und wir haben eine sehr, sehr, sehr tolle Übung gemacht, oder eine Praxis, und zwar haben wir die Aufgabe gehabt, dass jeweils einer von uns einen Samen darstellt und sich wirklich wie der Samen fühlt, und dann nach Musik jeweils in 15 Minuten, als dieser Samen eben aufgeht und durch die Erde stößt und wächst und gedeiht und so weiter. Und das war sehr, sehr, sehr interessant. Habe mich mit so einem Tuch zugedeckt dabei und wollte überhaupt nicht aus diesem Mutterleib und diesem Mutterschoß raus. Es war so kuschelig und so, so sicher, und das war auch wirklich ein Wort, das mir die ganze Zeit kam: Safety, also Sicherheit. Und ja, dann fing ich aber tatsächlich an, mich zu bewegen und zu wachsen und dann tatsächlich durchzustoßen und dann, oh mein Gott, die Sonne zu fühlen und mich zu strecken, immer nach der Sonne zu strecken. Und ich hatte das Gefühl, ich bin diese Papageienblume. Ich habe leider den Namen davon vergessen, aber das sieht aus wie so ein Schnabel, wie so ein rosa, wie so ein orangener, und dann so blau dabei und so. Und das war sehr toll. Und die anderen beiden halten den Raum dafür und einfach energetisch gleichen das ab und gleichen das aus. Und bessern mich quasi und nähren mich quasi als dieser Samen. Und so haben wir das dann halt auch zu dritt mit jedem von uns gemacht, und das war eine sehr, 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 sehr schöne Übung. Und das Interessante dabei ist, wir haben heute am Eingang, ich weiß gar nicht, ob ich das euch jetzt hier zeigen kann, Samen bekommen, weil, ich zeige euch mal das Kärtchen, vielleicht kann ich es auch noch aufmachen. Wir haben heute diese Samen bekommen,
weil es darum geht, tatsächlich eine neue Gesellschaft zu gründen, also die jetzt anfangen wird, also die noch hunderte Jahre wahrscheinlich brauchen wird, um wirklich zu entstehen. Und zwar nennt sich diese Gesellschaftsform die Ontokratie, Ontocracy auch genannt, also auf Englisch Ontokratie. Und da geht es tatsächlich um das Wesen, um das Sein. Also ja, quasi in Gleichheit, aber es ist also nichts, was irgendwie mit Kommunismus zu tun hat, sondern es ist einfach auch in einer spirituellen Ebene. Und wir haben, Moment, seht ihr das? Diese Samen bekommen und es heißt auf diesem Kärtchen, dass wir diese Samen, also dass wir selber erstmal diese Samen sind und deshalb auch diese schöne Übung heute. Auf diesem Umschlag steht, dieser Umschlag enthält die Samen einer neuen Menschheit. Diese Samen, abgesehen davon, dass sie ein Symbol sind, sind potenzielles Leben, das auf deine Liebe wartet, um das Licht zu sehen. Und als Wächter dieser Samen, die ein Symbol der Expansion und des Wachstums hin zur Ontokratie sind, pflanze sie, wässere sie und kümmere dich um sie und folge ihrer Transformation von der Dunkelheit der Erde hin zum Licht. So werden sie geboren werden, wachsen und sich vermehren. Danke dafür, dass du die neue Menschheit säst. Ja, ich bin sehr froh, dass ich euch das jetzt vorlesen konnte. Ich wusste nicht, ob das jetzt hier technisch klappt. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden, trotz des Windes. Werde ich dann nachher sehen, wenn ich das Video abspiele. Und dann hat es jetzt Lunch gegeben und jetzt gibt es gerade Aktivitäten. Ihr seht das vielleicht. Hier, es sind Gruppen versammelt über das ganze Gelände hinweg und so Teilnehmer quasi werden, also haben einfach die Möglichkeit, Aktivitäten anzubieten. Ich werde am Donnerstag eventuell eine Aktivität anbieten. Ich habe mich dafür angemeldet, aber irgendwie bin ich nicht auf dem Plan gelandet. Also mal schauen, ob es klappt. Aber da es am Donnerstag ohnehin laut Matthias am Donnerstag und Freitag regnen soll, nach seinen spirituellen Guides, kann es sein, dass ich die entweder irgendwo im Matsch abhalten muss, die Meditation, oder ja, vielleicht auch gar nicht abhalte. Mal schauen, wie die Elemente hier so mitspielen. Und was ich noch erzählen wollte, war, dass wir gestern zum Start nach der Rede von Matthias eine Taufe und eine Segnung gehabt haben, und zwar der Wassergruppe, die ja schon seit 10 Tagen unterwegs war und wirklich unfassbare Dinge erlebt hat und eben auch aktiviert hat. Also immer wenn es darum ging, etwas zu aktivieren, ist auch tatsächlich in der Welt was passiert. Also es wurde zum Beispiel mit Wasser und Eis gearbeitet und am selben Tag hat es gehagelt, und zwar in Ägypten und hier in Capilla del Monte. Sie haben mit dem Wind gearbeitet und es hat plötzlich in Argentinien im ganzen Land riesige Sturmwarnungen gegeben und es waren ganz viele Stürme da und so weiter und so weiter. Also es ging wirklich die ganze Zeit so. Und genau, sie haben mit Wasser gearbeitet und in Iguazu ist alles über die Ufer getreten, also bei diesen sehr bekannten Wasserfällen in Argentinien, also in Argentinien und Brasilien, führt praktisch jetzt 10-mal so viel Wasser, was eigentlich, also sie mussten Teile sperren. Wer es als Zufall interpretieren will, der darf natürlich. Wer die Arbeit von Matthias ein bisschen mehr kennt, der weiß, dass das kein Zufall ist, und Zufälle gibt es eh nicht. Ne? Ja, und genau diese Informationen, die durch die Wassergruppe eben gesammelt wurde in ihren Aktivitäten, ist halt, diese Informationen müssen weitergegeben werden an uns, die Feuergruppe, weil wir
Die Wassergruppe integriert sich in die Feuergruppe, wie auch schon in Argentinien, in Ägypten. Also wird quasi Teil der Feuergruppe, um eben diese Informationen an uns weiterzugeben und zum Feuer zu werden, weil wir, also weil das die Feuergruppe diejenigen sind, die diese Informationen dann im Dom, ne, also quasi als Pendant zur Pyramide, entzünden. Wirklich entfachen, damit es sich in die Luft und in den Äther und so weiter verteilt. Und diese Transmission der Informationen ist eben durch diese Taufe und die Segnung passiert, die wir hier in dem Bach, der hier durch diesen Park läuft und von dem ich glaube, dass er vom Paraná abstammt, also dem großen Fluss hier, der also quasi der das Pendant zum Nil ist, dass wir standen an beiden Seiten des Ufers und wir wurden von den Mitgliedern der Wassergruppe und unseren Koordinatoren mit dem Wasser dieses Baches, dieses Flusses gesegnet und getauft. Und das war eine unfassbar bewegende Zeremonie. Wir haben dabei gesummt und ja, also es war unbeschreiblich, es war wirklich ohne Worte. Ich habe davon auch einige Videos gemacht, von denen haben es auch zwei, glaube ich, in YouTube geschafft. Das ist leider sehr, sehr schwierig für mich, alles hochzuladen, weil es unfassbar viel Zeit braucht, bis ein Video hochgeladen ist und ich quasi schon halb tot bin abends und die Augen schon zu habe und irgendwie nur noch darauf warte, dass diese Videos endlich sich hochladen. Also es ist wirklich, ich tue das wirklich mit letzter Kraft, das ist wirklich nicht übertrieben. Und es war auch schon in Ägypten so. Aber ich tue das sehr gerne und ich tue das für euch, weil ich weiß, gerade durch diese Energie, die sich hier überträgt, dass einfach, ja, dass man auch danach lechzt, wenn man das erstmal gesehen hat. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, deswegen versuche ich das auch zu machen und bitte verzeiht alle möglichen Auslassungen von mir oder Dinge, die ihr jetzt vielleicht nicht so ganz versteht oder die Akustik hier oder wie das Video gemacht ist oder was auch immer. Ich versuche mein Bestes und ja, versuche auch immer wieder Zeit zu haben für solche Videos und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen und die Energie aufschnappen und ja, ich werde gleich mal zu der einen oder anderen Aktivität hier auch gehen und um 6 Uhr ist Matthias live und da könnt ihr ihn auch dann, also das ist dann bei uns, also in Deutschland ist das 4 Stunden später, also um 10 bis ca. 12 könntet ihr auch live dabei sein, ansonsten ist das dann eben auch auf YouTube auf dem Kanal der Fundación Arsayan. Und wie gesagt, ich kann diese Videos immer erst im Hotel hochladen, das heißt, es wird sehr spät am Tag bzw. dann eben am nächsten Morgen dann euch erreichen. Hier ist einfach kein... kleinen Moment. Okay. Hier ist kein... hier habe ich keine SIM-Karte bzw. keine, die nicht unglaublich viel schluckt. Also von daher muss ich das alles im Hostel machen. Aber besser später als nie. Und damit verabschiede ich mich erstmal und gebe euch nochmal einen kleinen Blick auf den Dom und auf die Berge und auf den Platz. Ihr seht hier nicht viel. Vieles findet auch weiter hinten statt unter den Bäumen im Schatten. Und es war hier schon heute sehr heiß, jetzt ist es gerade windig und ein bisschen bewölkt, was gerade ein Segen ist für uns, weil wir sind irgendwie in der Hitze fast eingegangen eben. Also, alles gut, ganz, ganz lieben Dank euch fürs Zuschauen, fürs Dabeibleiben, für es, die Informationen zu streuen und bis bald. Ciao!